So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars The Old Republic. Und zwar zur 201. Folge. Ja, wir sind mittlerweile über 200. Und ja, wir haben jetzt hier einen Angriff angezettelt. Angefangen und angezettelt und was weiß ich. Alles Mögliche. Das war gleichzeitig. Die kurze Pause gerade genutzt, um was zu essen. Aber okay, nichts Interessantes. So, Kämpf. Haupteingang formieren, wir kommen raus. So, wir müssen zum Haupteingang. Oder zum Eingang allgemein. Aktive Deckung. Wie sieht es da drinnen aus, Sir? Hier draußen ist es jedenfalls nicht schön. Ja, ich bin ja gleich da. Ich habe gerade einen leichten Hyping. Ah ne, doch nicht. Also Hyping habe ich auch, aber das liegt nur daran, weil ich gerade die 200. Folge hochlade. Daran liegt das gerade. Aber das ist ja nicht so interessant. So, was ist hier los? Oh, hi. Was geht? Ich kann fliegen, voll nice. Lol. Lol, okay. Der südliche Bereich wird ein ziemlich heißes Pflaster. Als ob es Sprungtruppen regnet. Ja. Wir sind eingekesselt. Feuer frei! Kann uns irgendjemand helfen? Ich glaube, ich müsste mich diesmal sogar tatsächlich heilen. Oh Gott. Ja, ich hab hier was für euch. Oh, ihr wollt auch was? In Ordnung. Wir könnten tatsächlich diesmal sogar drauf gehen. Machen wir mal den hier. Also wir wollen natürlich nicht drauf gehen. Aber es könnte durchaus passieren. Jetzt wir können es schaffen. Na los! Überlass sie mir. Nicht eingreifen. Mein Team steckt schwere Treffer ein. Wir halten das nicht lange durch. Ja, 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 ja. Macht man die Situation nicht schlimmer als es ist, ja? Wir sind ja auch gerade fast draufgegangen. Aber passiert. So, da hinten scheinen die etwas Probleme zu haben. Also der war jetzt auch ein bisschen härter. Wir haben unseren Eric natürlich auf Schaden gestellt. Und Schaden ist ja bekannt besser. Oh, nette Kerlchen. Oh lol. Irgendwelche letzten Worte? Spart euch den Unsinn. Es war mir eine Ehre. Lol. Er hat einfach einen Raketenwerfer. Ja gut. Jeder Dorfbewohner hat halt einen Raketenwerfer auf diesem Planeten. Es wurde auch höchste Zeit. Ich dachte schon, dass wir es nicht schaffen. Ich bin froh, mich geirrt zu haben.
Das geht uns wohl allen so. Als wir euren Ruf hörten, wussten wir, was zu tun ist. Wir wurden unser ganzes Leben lang beschützt. Erst von den Druiden, dann von euch. Wir wollen selbst für uns einstehen. Das werde ich euch sicher nicht verbieten. Dann wollen wir mal zurück zum Lager, was? Nice. Okay. Läuft bei uns. Wir haben ganz schön was eingesteckt, aber die Mission war ein Erfolg. Und wir haben einen unerwarteten Verbündeten gewonnen. Das würde ich als Fortschritt bezeichnen. Wir haben bewiesen, dass sie verwundbar sind, aber es ist noch zu früh für einen offenen Kampf. Es sollte oberste Priorität haben, dieser Droidenarmee eine Schramme zu verpassen. Es ist ein größerer Sieg für Paschna und seine Leute als für uns. Sie haben den Willen gefunden, sich zu wehren und bewiesen, dass sie gewinnen können. Arkan sät in diesen Sümpfen den Keim seiner eigenen Niederlage. Wie meint ihr das? Jede ungehorsame Seele, die Arkan hierher verbannt, ist eine potenzielle Waffe gegen ihn. Ich will, dass die Rebellen sich mit dem Chaos-Trupp zusammenschließen. Wir werden sie zu einer echten Kampfeinheit ausbilden. So gründen wir eine Armee genau unter seiner Nase. Bringt sie in Form. Ich kümmere mich darum, die Ausrüstung zu beschaffen. Wenn wir es richtig machen, müsst ihr das vielleicht gar nicht. Ja gut, so ein paar Leute mehr wäre nicht schlecht. Wobei für eine Chaos-Truppe direkt würde ich sie jetzt nicht einstellen. Aber naja, so ein paar Leute mehr schadet nie, würde ich sagen. Lehrt uns zum Fortfahren, natürlich. Ihr habt hier eine interessante Gruppe. Man braucht wohl solche und solche. In diesem Kampf brauchen wir jeden, den wir finden können. Verzweiflung kann merkwürdige Gespanne ermöglichen. Mit merkwürdigen Gespannen kennen sich einige von uns hier aus. Noch ein Wort. Beruhigt euch. So amüsant das hier ist, ich muss zurück zum Chaos-Trupp. Ich habe brauchbare Trainingsausrüstung für die Rebellen besorgt. Das muss genügen. Zumindest bis sie sich nicht mehr selbst in den Fuß schießen. Ich kann nicht glauben, dass wir Zivilisten für unsere Sache kämpfen lassen. Das fühlt sich nicht richtig an. Sie werden kämpfen, ob wir ihnen helfen oder nicht. Wenn wir ihnen zeigen, wie das geht, ist uns allen am meisten geholfen. Eine genauere Analyse lässt darauf schließen, dass die Ausgewogenheit dieser Abmachung zu ihren Gunsten verschoben ist. Das hängt davon ab, von welchen Parametern du ausgehst, Scorpio. Vom Vergleich der voraussichtlichen Wirkung direkter Chaos-Trupp-Interventionen mit etwaigen erfolgreichen Guerilla-Angriffen im selben Zeitraum. Ihr habt da einen vorlauten Droiden. Ihr solltet sie lieber nicht so nennen. Wie? Vorlaut? Droide. Das Ausmaß meines Wesens übersteigt ihre Vorstellungskraft. Ja, das sehe ich. Wenn ihr mich braucht, ihr wisst, wo ihr mich findet. Ja, okay. So, da sind wir nämlich hier jetzt schon wieder in der Basis. Aber jetzt müssen wir uns in der Kantine entspannen, ja? Kantina. Jetzt müssen wir uns in der Kantine entspannen. Das schaffen wir natürlich. Das ist das geringste Übel, was wir hinkriegen. Uns zu entspannen. Juhu. Ja, hier, schönes Bild. Das werde ich auch als Thumbnail verwenden, sobald ich, sobald wir das neue Addon anfangen. Beziehungsweise das Addon vom Addon. Und wenn wir das tun, dann, lohnt sich das Thumbnail. Ja, das wollte ich sagen. Okay. Dann hätten wir das jetzt nämlich. Au, Stufe 70. Ich habe eine Sache, die Ihrer Aufmerksamkeit bedarf. Lassen Sie mich nicht warten.
Den Schmuggler kennen wir auch irgendwoher. Was genau bedeutet es sein Strich hier? Ich habe das ja nicht bei mir, aber was bedeutet das bei ihm? Dessen Imperium-Spieler, ja, und was heißt das jetzt? Okay, keine Ahnung. Wir werden es rausfinden, wenn wir auch Stufe 70 sind oder sowas. Dann werden wir es wahrscheinlich rausfinden. Vielleicht auch nicht, vielleicht muss man da irgendwas Spezielles dafür tun, aber mal schauen. So, jetzt sind wir zurück. Gut, ihr seid da. Eine scharfsinnige Beobachtung, Agent Shan. Es ist ein Wunder, wie der SED ohne ihren Intellekt zurechtkommt. Ich glaube, deine Schaltkreise können mit deinem Ego nicht mehr mithalten. Wie gefällt dir diese scharfsinnige Beobachtung? 5 Minuten. Könnt ihr bitte 5 Minuten lang versuchen, euch nicht gegenseitig an die Kehle zu gehen? Scorpio, bleib höflich. Und Theron, ihr wisst, dass man sie nicht provozieren sollte. Tut mir leid. Der Stress macht mir wohl zu schaffen. Scorpio, zeig dem Kommandanten, was du gefunden hast. Bitte. Meine Analyse der feindlichen Com-Übertragungen, die der Chaos-Trupp beschafft hat, hat etwas Interessantes ergeben. Versteckt in einem unauffälligen Signal habe ich verschlüsselte Nachrichten mit dem Codenamen Gemini-Frequenz entdeckt. Es sind Übertragungen vom Thron an jedes einzelne Schiff der ewigen Flotte. Die Turmpläne von Kaleo bestätigen dies. So kommandiert Arkan seine Kriegsschiffe. Das ist der Vorteil, auf den wir gewartet haben. Eine direkte Verbindung zur feindlichen Flotte. Bereite einen Angriffsplan vor. Es wird Zeit, dass Arkan in die Defensive gerät. Kapitel 12. Mission in der Dunkelheit. Scorpio hat alle Daten, die der Chaos-Trupp und Kaleo gestohlen haben, untersucht. Als wir die feindlichen Comlog-Bücher mit den Turmkarten abgeglichen haben, sind wir auf etwas Unerwartetes gestoßen. Es gibt eine versteckte Hyperwellen-Relaisstation 10.000 Meter unter dem Turm. Das ist die einzige Quelle für Gemini-Frequenzübertragungen, die der ewige Turm empfängt oder sendet. So kommandiert Arkan die Flotte. Und wir wissen, wo sie ist. Diese Relaisstation ist unser Schlüssel zur Gemini-Frequenz. Wenn wir es schaffen, sie zu entschlüsseln, können wir alles über die Pläne des Feindes erfahren. Denkt in größeren Maßstäben, Lana. Wir könnten gefälschte Befehle senden. Soll Arkan doch von seinen eigenen Kriegsschiffen vom Thron geschossen werden? Warum sich darauf beschränken? Wenn die Flotte unter eurer Kontrolle steht, gibt es nichts, was ihr damit nicht erreichen könnt. Ihr werdet niemals in die Nähe dieser Relaisstation kommen. Sie befindet sich 10 Kilometer unter der Oberfläche und hat mehr Sicherheitsmaßnahmen, als wir zählen können. Zum Glück wissen wir durch unsere Daten, wo jeder einzelne davon ist und wie wir die meisten davon besiegen können. Ein Stoßtrupp kann die Verteidigung direkt unter Arkans Nase ausschalten. Aber nur, wenn wir jetzt loslegen. Wir werden keine neuen Informationen mehr erhalten. Kaleo und Major Jorgen befinden sich bereits auf Sakul. Sie sind in Position, um dem Kommandanten einen Weg zur Relaisstation freizuräumen. Wir schicken nicht diese Terroristin los. Sie hat schon genug Chaos auf meiner Welt angerichtet. Senja hat recht. Ich kann nicht glauben, dass ich das über die Lippen bringen musste. Der Chaos-Trupp ist wie gemacht für diesen Einsatz. Wir haben genug Detonit, um diese Relaisstation in einen Krater zu verwandeln. Schneiden wir der Schlange den Kopf ab und stürzen die Flotte ins Chaos. Ihr wollt das Schicksal der Galaxis in die Hände einer schießwütigen Straßenbande legen? Wir haben genau eine Chance, Erfolg zu haben. Zu eurem Glück ist das auch alles, was ich brauche. Erzählt ihr das all euren Opfern? Die Relaisstation zu zerstören ist eine Dummheit. Schickt mich und ihr habt die alleinige Kontrolle über die Gemini-Frequenz. Die Idee hat Potenzial. Sie ist eine erfahrene Infiltratorin, die jahrelang auf Sakul überlebt hat. Sie hat Anschläge auf mein Volk verübt. Das wird nicht noch einmal passieren.
Diese Allianz wird nie gewinnen, wenn wir nicht als Team an einem Strang ziehen. Ihr müsst euch zusammenreißen und tun, was nötig ist. So einfach ist das nicht. Arkan darf nicht ahnen, was unser wahres Ziel ist. Also brauchen wir eine Ablenkung. Sie eignen sich beide, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die eigentliche Frage ist, wen wollt ihr bei der Relaisstation dabei haben? Wenn wir nicht die Kontrolle über die Gemini-Frequenz übernehmen können, müssen wir sie zerstören. Der Chaos-Trupp hat die nötige Feuerkraft. Wenn ich nicht da bin, um die Relaisstation zu hacken, wird das Himmelfahrtskommando von Major Fehlfunktion eine selbsterfüllende Prophezeiung. Gebt mir eine Chance. Okay, das ist im Prinzip ein bisschen schwierig, weil eigentlich kann sie alleine keine Ablenkung machen, sondern der Chaos-Trupp müsste sie machen. Und ich bräuchte sie als Hackerin. Aber ich habe ein bisschen Bammel, dass sie Scheiße baut. Sagen wir es einfach so. Wir brauchen eine perfekte Ablenkung. Und ihr seid dafür die Beste. Aber haltet es sauber. Keine Zivilisten. Verstanden? Was ist mit Tieren? Nein, Scherz. Wir sehen uns beim Treffpunkt, Commander. Aber wenn Kaleos Vorstellung von einer Ablenkung dazu führt, dass meine Leute Schaden nehmen, töte ich sie persönlich. Und ich helfe euch dabei. Man kann es nicht jedem recht machen. Aber vielleicht wäre es sinnvoll, Valkorion zu befragen. Er hat den Turm gebaut. Vielleicht sagt er euch, wie man dort eindringen kann. So, jetzt haben wir irgendwelche Kisten bekommen. Keine Ahnung, wir nehmen hier einfach irgendwas mit. Ist mir im Prinzip relativ wurscht. Was haben wir bekommen? Oh. Oh, ist okay. Haben schon Besseres gesehen, ehrlich gesagt. Gut. Wir sind bei 17 Minuten. Das hört sich gut an. Ich würde sagen, wir beenden die Folge. Und in der nächsten Folge sprechen wir mit Valkorion. Ich werde mal kurz hochgehen. Und dann, bis dahin erstmal, würde ich sagen, bis dahin, tschüss.